Für viele IT-Organisationen ist die Vorstellung, in jedem Applikationsteam DevOps-Expertise zu haben, nur ein ferner Traum. Der Grund dafür sind mangelnde Ressourcen und Fachkräftemangel. Die Applikationsentwicklung zurückzufahren ist aber auch nicht möglich. Wie kann ich also die bestehenden DevOps-Engineers so einsetzen, dass sie eine größere Wirkung haben und ich meine Digitalisierungsziele erreiche? Genau diese Herausforderungen lösen sogenannte Plattform-Services. Die Idee dahinter? Es gibt Standardbausteine, die in verschiedenen Applikationen benötigt werden. Sie werden zentral in einer Compliance-geprüften Konfiguration entwickelt. Das können Netzwerkservices für On-Premise-Connectivity sein oder DevOps-Tools wie GitHub oder CI/CD. Mit Infrastructure as Code kann man diese Bausteine einmalig beschreiben, zum Beispiel als Terraform-Modul, um sie dann für die verschiedenen Anwendungsfälle parat zu haben. Dieses Vorgehen entlastet Applikationsteams enorm. Sie müssen sich die Expertise nicht im eigenen Team aufbauen, sondern können fokussiert ihre Anwendung entwickeln. Das führt zu einer schnelleren Time-to-Market und sinkenden Kosten. Viele Organisationen gründen für die Entwicklung von Plattform-Services ein Plattform-Team. Und das ist genau das Richtige. Statt einzelnen Applikationsteams individuell Unterstützung anzubieten, beschäftigt sich das Plattform-Team mit der Entwicklung der Plattform-Services. Aber da fehlt noch was. Wie kommen die Applikationsteams an die Plattform-Services? Und wer trägt die Kosten für die Entwicklung und den Betrieb? Genau diese beiden Fragen beantworten wir mit MeshStack. Plattform-Engineers integrieren ihre Terraform-Module in MeshStack, inklusive Parametrisierung, Beschreibung und Preis. Die Applikationsteams suchen sich in einem Service-Katalog die Bausteine aus, die sie für ihre Applikation benötigen. Und das Beste? Services können direkt über die Plattform provisioniert werden, wie in einem Online-Shop. Es sind also weder direkte Abstimmung noch Service-Requests nötig. Wenn du also Plattform-Services in einem Marketplace anbieten willst, dann lass uns sprechen.